So, herzlich willkommen zurück im aufgetauten Berggebiet. Und ich würde jetzt gern endlich mal ohne nervende Haustierchen, nervende Knochenfische, schauen, was hier los ist. Oh, das ist hier auf einmal alles goronenmäßig. Ja, teilweise ist hier noch Schnee. Noch nicht alles aufgetaut. Nium. Goronenschrein. Ist keiner mehr drin. Wo sind denn alle hin? Boah, voll der Leck. So, hat er hier jetzt auch wieder Waren? Ah, willkommen. Der Winterschlussverkauf hat gerade begonnen. 10 Bomben, 10 Rubine. 10 Pfeile, 20. Rotes Elixier, 50. Nee, lass mal. Dein Laden ist jetzt echt nicht so der Hammer. I'm sorry. Aber wo sind hier alle Goronen hin? Ich nehme mal an, die Fackeln anzünden wird jetzt nichts bringen. Deswegen lasse ich das mal. Der zittert immer noch mit seiner Lippe, aber was geht denn hier ab? Oh, willkommen zum Frühling im Dorf der Goronen. Du kommst gerade rechtzeitig. Jeden Frühling veranstalten wir ein Rennen. Du solltest es nicht verpassen. Ja, da wollte ich gleich noch hingehen. Endlich ist der Frühling gekommen und wir können das Felsenfilet ausgraben, das unter dem Eis begraben war. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Verzeihung. Was sagst du jetzt? Tamani, der Älteste wartet schon auf dich. Oh, Tamani, ich habe schon voller Ungeduld auf dich gewartet. Ich sollte ihn anders sprechen. Seit ich die frohe Botschaft vernahm, warte ich auf deine Ankunft. Oh, ich kann alte Leute nicht nachmachen. Ich hörte, dass du, den wir alle tot glaubten, den Schneesturm am Hikibernia beendet hast. Dank dir ist nun der Frühling eingekehrt. Wir alle sind nun wieder glücklich. Der größte Held aller Zeiten, das ist... Tamani! Der unsterbliche Gorone, der nicht tot ist, obwohl er starb, das ist... Tamani! Unser Glücksstern, das ist... Tamani! Tamani, der größte aller Goronen! Der größte Gorone aller Zeiten! Ne, der größte Gorone aller Zeiten... war der Fette da hinten. Tamani ist der größte Gorone der Welt. Der größte der Welt. Mein Sohn hat sich rasch erholt. Er ist beim Rennen, um den Frühling zu feiern. Ich, der dieses Volk so lange beschützt hat, werde nun den Thron des Regenten an einen Jüngeren weitergeben. Jener Gorone, der ruhig entscheidet und dennoch über kühne Entschlossenheit verfügt, soll künftig einen Platz einnehmen. Der auserwählte Tamani bist du und kein anderer. Was denkst du? Ein jeder würde glücklich sein, dich als Patriarchin zu sehen. Doch musst du nicht sofort antworten. Nimm zuerst am Rennen teil. Denke darüber nach und teile mir deine Entscheidung mit. Leute, ich bin ein kleiner Junge, der sich ein Kostüm angezogen hat. Oder eine Maske. Das ist, etwas makaber, wenn, wem der Königssitz angeboten wird. Oh ja, ich sehe schon, Fackel anzünden hat sich erledigt. Hier brennt ja auch nichts. Na gut, ich könnte hier... meine tolle Feuerpfeile verwenden. So, muss ich denn hier jetzt nochmal den Pulverfasszeug machen, um das da frei zu sprengen, oder? Na komm, ich gehe einfach nochmal gucken. Beim Pulverfass Heini. Na gut, der hat's nicht. Hätte
nicht mehr denken können, dass der dasselbe erzählt wieder. Nun, seit wann sind hier so Steine im Weg? Aber ich will nicht zum Ausgang, sondern ich will mal gucken, ob hier unten vielleicht noch irgendwas ist. Gebrocken. Ja gut, aber sonst ist hier wohl auch nichts. Ja gut. Oh, ich sollte mir am Anfang jeder Folge ein Chateau Romani reingeben, weil dann verbrauche ich... nur Magie. Das ist praktisch. Und Taya wird mal wieder blau. Nicht seltsam, was sie da bildern. Ich verkaufe Pulverfässer, das bekannteste Produkt der Boronen, aber leider darf ich direkt nur... Für 100 Rubine! So verrückt. Ich kenne einen, der hat ein viel besseres Angebot. Dann gehe ich halt zu dem. Also, das mache ich hier jetzt nicht. Doppelt so teuer. Das ist echt nicht schlecht. Dann gehen wir doch mal zu seinem Kollegen. Ich hoffe mal, das Rennen ist jetzt nicht so schwer, dass ich das irgendwie in der Zeit jetzt nicht hinkommen würde. Ich weiß nicht, ich habe es ja schon mal gemacht. Also es war doch ziemlich gut, oder? Wo ich das gemacht habe, so. Ich habe schon gewonnen, auch wenn kein Spiel stattgefunden hat. Ja, diese Lotterie hier wollte ich ja auch nochmal. Nee, ja. Irgendwann. Ach nein. Blablabla. Wunschlos glücklich. Oh. Ich denke, ich kaufe. Das denke ich. Ich tue es. So. Di da di da di da di da di da di da di da. Ach ja, Unruhstadt, auch sehr schön, neuer Soundtrack. Sehr stimmungsvoll und irgendwie auch passend. Nein, Moment mal. Ich möchte mal zum Piki Bernie. Ich will wissen, wie es da jetzt aussieht. Außerdem soll man den großen Goronen ja nochmal sehen. Ich will ihn jetzt sehen. Na, wer sitzt denn da? Damani, was in aller Welt habe ich die ganze Zeit über gemacht? Ich erinnere mich nur, dass ich mich zum Piki Bernie aufmachte, um nach dem Rechten zu sehen. Warum sitze ich hier an diesem Ort? Der Atem des Frühlings lässt das Land wieder ergrünen. Überbring bitte dem ältesten Dekoron meine Grüße. Ja, mache ich. Gemütliches Plätzchen hast du da ausgesucht. Nur, ich hoffe mal, das ist nicht zu wackelig. Und hier Liedchen vorspielen, das war... Also, ich will dich hier jetzt nicht irgendwie provozieren oder so, aber ich will mal wissen, was passiert. Nichts. Gut. Dann. Gab's hier irgendwas Neues jetzt? Keine Schneekugeln mehr, nehme ich an. Ja.
Ich muss mich hier nochmal umgucken. Gehört einfach dazu. Und runterfallen gehört natürlich auch dazu. Ich muss es ja nicht übertreiben, da wird nichts sein. Ich kann ja von der anderen Seite nochmal gerade kurz gucken und dann... Bergsiedlung, yes. Ich muss irgendwo Goldstaub finden. Dann kriege ich ein besseres Schwert. Das kann so einer wie ich natürlich immer gut gebrauchen. Aber einer wie ich findet es natürlich nicht so schnell. Ich muss aber mal gerade... Was wollte ich... Ja doch, ich wollte hier oben nochmal gerade schauen. Ja gut, hier ist echt nichts. Statt blauen Fledermäusen fliegen jetzt Raben. Genau wie da hinten beim Picky Bern, ja, da war auch immer halt ganz oben diese blaue Fledermaus gewesen. Aber jetzt haben wir eben einen Rabe lang. Raben sind die Fledermäuse, die blauen Fledermäuse des Sommers. Oder des Frühlings. Sprinteling, Knium. Ich finde es aber echt cool, dass Masken, die es in Ocarina of Time schon gab, dass es die hier auch wieder gibt. Dass die so klar dasselbe dann irgendwie machen. Ich meine, der Briefträger, der jetzt der Briefträger war, der hat ja die Maske bekommen und ist dann einfach mit so einem Highspeed da immer über die Ebenen von Hyrule gesprintet. Link ist zwar jetzt leider nicht ganz so schnell, aber was mache ich hier eigentlich? Och Leute, sagt doch was, dass ich falsch laufe. Ich bin mal wieder mit meinen Gedanken irgendwo... Ich weiß nicht. Eigentlich bin ich mit meinen Gedanken schon bei Majora's Mask, aber... Offenbar nicht an der richtigen Stelle. Oh, hallo Kleiner. Ah, Damani. Jetzt, wo es wieder warm ist, geht es mir schon viel besser. Auch wenn mein Papi nicht hier ist, werde ich nicht mehr weinen. Jetzt, wo der Frühling gekommen ist, sollte auch das große Rennen beginnen. Aber dieser Felsen versperrt den Eingang, deshalb kann ich nicht zum Rennen. Und gerade hat der Frühling angefangen und ich war so aufgeregt und jetzt geht gar nichts mehr. Ich hasse es, ich will es sehen, ich will es sehen, ich will das Rennen sehen. Zerbrich ihn, zerbrich ihn, zerbrich ihn. Ich will zum Rennen, ich will zum Rennen. Kannst du auch bitte sagen, Kleiner? Zerbrich ihn, ich will zum Rennen, ich will zum Rennen. Nö, also wenn du nicht bitte sagst, dann gehe ich wieder. Nö, also so immer nicht. Du bist so unfreundlich, ja? Tschüss. Nein, natürlich nicht. Ich will zum Rennen. Der Kleine ist ja egal. Er hat von seinem Papi, glaube ich, keine Manieren beigebracht bekommen. Aber wenn ich erstmal der King hier bin von den Goronen, dann läuft das alles anders hier. Dann werden die Kinder auch erzogen. Dann heulen die nicht mehr den ganzen Tag. Wenn die heulen, dann... Super, Damani, das war cool. Komm schon, wenn du uns nicht beeilen, fängt das Rennen ohne uns an. Rasch, beeil dich. Ja, okay. Ist ja ein ganz nettes Kerlchen. Nur, etwas zu quengelig, wenn es darum geht, etwas haben will. So, Goronen-Rennstrecke. Hier sind auch schon einige Goronen. Na, Klena, gefällt's dir hier? Ach, Damani, ich habe schon auf dich gewartet. Keiner kann es erwarten, endlich daran teilzunehmen. Du wirst doch dabei sein, oder? Du nimmst doch auch teil, oder? Jupp. Ich will, dass jeder sieht, wie Damani gewinnt. Geht deine Magie zur Neige, fülle sie mit Hilfe der Magieflaschen, die auf der Strecke liegen, wieder auf. Das wird nicht passieren, Kollege. Ach du Scheiße.
jetzt ein echtes Rennen hier. Nein, die anderen sind alle viel schneller als ich. Warum? Naja, aber es macht Fun. Eigentlich mag ich ja Rennspiele. Oh fuck. Ich glaube, ich muss diese Dinger hier benutzen. Oh, jetzt habe ich aber richtig verkackt. Die Beschleunigung ist weg. Ich glaube, ich werde jetzt da. Ach nee, da wurde etwas Code von Mario Kart übernommen und die fahren gegen die Bäume und so. So. Schon, go, go, go. Wieso werden die anderen so schnell? Ja, mit dem Chateau Romani hier ist das natürlich sehr easy. Komm schon! So knapp. Oh, wobei, ich glaube, da waren schon andere im Ziel vorher. Du bist nur ein wenig aus der Übung, weil der Winter so lang war. In Wahrheit kannst du alle besiegen. Denke daran, dass du stärker bist als alle anderen. Nimm nochmal teil. Ich nie. Aber es war dir doch stets wichtiger, am Rennen teilzunehmen, als eine dritte Portion Felsenfilet zu verspachteln. Der Armee, den ich kenne, würde niemals ein Rennen verweigern. Ich hasse es, ich will dich rennen sehen, ich will. Oh Mann, der Kleine ist ja echt lustig drauf. Ja, das sind nur die anderen Rennteilnehmer. Gut, dann würde ich mal sagen... Oh, guck mal hier. Er massiert ihm den Rücken. Du willst doch teilnehmen. Ich weiß, dass du es willst. Ja, ist ja gut. Ich wollte nur wissen, was passiert, wenn ich Nein sage. Was passiert eigentlich, wenn ich vorher losfahre? Oh, ein Teilnehmer hatte einen Fehlstart. Ups, ich war's nicht. Ist natürlich früher, als die anderen losfahren. Boah, voll geblendet hier. Die überholen mich jetzt aber auch ganz asozial. Man muss, glaube ich, echt ganz innen fahren, weil ganz innen ist die Strecke bekanntlich am kürzesten. Aber es ist voll asozial, weil die einige immer wegschubsen. So ein bisschen Mario Kart hier. Da sind auch noch Bomben. Ach, ja. Gefährliche Bäume. Ich voll rausgedrängt, scheiße. Boah, wie asozial war das denn? Ich hab voll verkackt. Mann. Na gut, ich habe ja genug Zeit für alles. Hier sind irgendwo voll die Zuschauer, die voll den Lärm. Hier ist so eine Brücke, da darf man nicht runterfallen, natürlich. Ganz schön tricky. Wenn ich mich frage, wenn man den anderen die Magie wegnimmt, ob die dann keine mehr haben, oder... So schlecht. Natürlich, ich bin etwas aus der Übung. Ja, ich war nochmal neu. Erzähl mir nichts von Magie, die alle geht. Meine Magie geht nie an. Eigentlich ist das ja schon ein ziemlicher Vorteil so. Aber ich weiß auch nicht. Das ist mir irgendwie scheinbar doch nicht so viel.
glaube, diese Dinger hier muss man echt nutzen, weil man dann wirklich einen krassen Vorteil bekommt. Scheiße, scheiße. Oh Leute, das wird aber hart, das hier zu gewinnen. Was ist das denn? Ich bin... Och, Mann. Zuschauer, die da irgendwo oben stehen, die machen voll den Lärm. Guck mal, wenn ich doch hier jetzt fahre und hier einfach geradeaus drüber. Schon wieder viel zu schlecht. Gut, Leute, aber ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich denke mal, ihr bekommt dann den Versuch zu sehen, wo ich es dann schaffe. Im nächsten Part dann allerdings. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, tschüss.